Ich bin kein Spezialist, also Timer oder irgendwas, keine Ahnung. Und dass du hier sagst, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, was will ich jetzt gerade sagen? Du lässt den in Ruhe. Ja, genau, du lässt ihn halt ein bisschen in Ruhe, ja. Und erlaubst es dir über LinkedIn, ja, wir machen ja, ja, extremst viel über LinkedIn, die, ja, halt hier einfach hier oder hier auf dem Level den Entscheider dazu, ja, rauszusuchen. Und da haben wir ja vehement gute Methoden, wie wir das genau herausfinden, wer dem sein Vorgesetzter sein könnte. Ja. Das ist also gar nicht so schwer, wenn man es mal 10.000 Mal gemacht hat. Und, und ruft den hier direkt an. Und dann ist es häufig so, dass, also zum Beispiel, das ist halt irgendwie ein Marketingmitarbeiter, dann gibt es halt hier einen Teamleiter oder Abteilungs- oder Bereichsleiter und dann gibt es hier den Direktor. Und ich gehe, im Idealfall gehe ich zum Direktor. Das ist dann zum Beispiel Marketing häufig eine Frau oder so. Ne? Telefoniere kurz mit der, die bestätigt mir dann, ja, das ist ein Thema, aber das mache ich nicht. Das macht der und der, weil von einer Firma mit mehreren 100 Millionen oder sogar Milliarden Euro Umsatz wird ja alles delegiert. Ne? Die macht ja keine Sondierung oder lädt sich irgendwas runter oder sowas, eine Marketingleitdirektorin. Ja. Das heißt, es ist nur ein ganz kurzes Gespräch, also sehr wenig Zeit invest. Ja? Ja. Und die verweist dich an die richtige Person. Und jetzt rufe ich nochmal, entweder hier oder hier, welche Person sie auch mich immer verweist, an, mit vielleicht auch wieder mit supported mit einer E-Mail, sag hallo sowieso, Herr sowieso, Frau sowieso, die Frau sowieso hat mich auf Sie verwiesen bezüglich dem und dem Thema und jetzt hast du den und jetzt plötzlich redet er mit dir und du kannst mit dem Termin machen und so weiter. Warum? Weil du dich jetzt quasi mental in die Autorität seines Vorgesetzten gesetzt hast, also du schwimmst quasi auf der Welle der Autor, du leihst dir quasi die Autorität des Vorgesetzten, indem du nur einmal kurz mit ihm gesprochen hast und dann einfach mit dem Satz, die Frau sowieso oder Herr sowieso hat mich auf Sie verwiesen bezüglich dem Thema, also Sie wären genau die richtige Ansprechpartnerin, dann sagt er immer ja. Und das ist also sehr, sehr gute Methode, bin ich schon so oft, das ist die sogenannte also Top-Down-Methode, ja, die im Zweifelsfall eine von vielen Dingern ist, ja, die man anwenden kann, ja, die sehr, sehr, sehr gut funktioniert normalerweise bei Accounts, wo man sonst nicht weiterkommen würde oder ewig warten würde und so, dann ist das Projekt schon durch, bis man endlich mal irgendwie weitergekommen ist. Ja. Also so gesehen, also das ist zum Beispiel die eine Sache, die ich jetzt einfach mal so zum Aufwärmen mal mit dir besprechen wollte, weil ich ja immer wieder viele so Listen bekommen und die Ausbeute teilweise eher schlecht wie gut ist. Ja. Da gibt es halt viele Kleinigkeiten, die man tweaken kann und wo man optimieren kann. Teilweise ist es dann so, dass in sich die Liste irgendwie waren 30 Kontakte, aber dann ist die Anzahl der Firmen ist gleich geblieben, also 30. Aber es sind dann irgendwie 90 Kontakte, weil ich habe mit dem gesprochen, mit dem und so weiter. Ja. Und das ist halt sozusagen nicht immer, aber manchmal ist es halt sehr vorteilhaft und bringt nochmal einiges an Performance insgesamt raus bei diesen ganzen MQL-Verwertungen. Ja. Weil dann gibt es ja wieder Diskussionen, wie kann ich schon im Marketing die MQLs besser vorqualifizieren, indem ich größere Formulare mache mit Pflichtfeldern, wo die dann sind wir pflichtmäßig angeben müssen, ich bin Entscheider oder nicht, oder ich habe Budget oder nicht und sowas. Aber da gibt es halt dann immer quasi Diskussionen, weil sie sagen, okay, desto mehr Felder ich ins Formular rein tue, desto weniger tragen sich ein. Ja. Und dann gibt es wieder die sagen, ja, mir ist es egal, dann tragen sich halt weniger ein. Aber die sind halt wesentlich besser qualifiziert. Ja. Also was soll ich mit ewig langen Listen, wenn dann alles nur Müll drin ist? Ja. Ich gehöre eher zu der Fraktion, lieber insgesamt ein bisschen mehr Werbung machen, dann habe ich insgesamt größere Listen, theoretisch, aber dann mache ich sozusagen die Vorqualifizierung über ein etwas stärkeres Formular mit vielleicht einem Pflichtfeld oder so, ne, dass ich quasi Vorfeld mehr aussiebe und habe ich insgesamt zwar mehr Geld ausgegeben für relativ gesehen weniger Kontakte in der Liste, aber die sind dann wiederum wesentlich qualifizierter, was dann letztendlich
der Kostenfaktor Nachqualifizierung, die ganz am Anfang, top of the funnel, mehr ausgegebenen Marketingkosten wieder quasi wieder wettmacht. Ja. Ja, weil diese ganze Säuberung der Listen, alles danach, das ist ja alles Manpower und ja. viel Zeiten, ja. Telefonate und so weiter, die alles gar nicht nötig gewesen wären, wenn ja. ich ganz am Anfang einfach die Formulare und so weiter einfach größer mache, mit mehr Feldern, ja. Es besser vorqualifiziere ja. und um nicht zu kleine Listen zu bekommen, mehr Budget ausgebe. Ja? Also unterm Strich habe ich insgesamt mehr Qualität ja. und wahrscheinlich, wenn ich von End-to-End, also A bis Z, ja, also End-to-End Funnel dann mir anschaue, wahrscheinlich gar nicht mal insgesamt mehr Kosten. Ja. Weil was ich halt hier quasi ein bisschen mehr ausgebe, hole ich mir dann hier wieder rein, habe halt insgesamt dann mehr Quality. Ja. Ja, und das ist also so, das ist mein Standpunkt mehr oder weniger, aber da gibt es verschiedene halt Standpunkte leider. Okay, so, jetzt müssen wir einen Schluck trinken und dann kommt das okay. nächste Thema. Ja, cool. Ach so, was ich halt auch noch hier gerne sagen möchte ist, ich habe jetzt gesagt, okay, die erste Stufe ist bottom-up. Ich habe gesagt, ein bisschen weiterdenken ist dann top-down. Was noch geil ist horizontal. Ja, okay. Ja, genau, weil ich sage einfach, okay, es gibt die Marketingabteilung, die Salesabteilung, die E-Commerce-Abteilung, die IT-Abteilung. Ja? Ja. Und es gibt ja Firmen, da komme ich zum Beispiel über die Zentrale gar nicht weiter. Ja, genau. Ja? Und dann sage ich mir, okay, wenn also quasi von unten nach oben nichts geht und dann gibt es wieder Firmen, da geht auch von oben nach unten nichts, weil ja. ich einfach an die Entscheider ganz oben nicht rankomme, ja. dann suche ich mir so Mitsegmente aus, so Bereichsleiter, Abteilungsleiter ja. und so weiter, von so Schwesterabteilungen, in Anführungsstrichen. Ja. Da zumal ja insgesamt in den Unternehmensstrukturen Abteilungen immer mehr zusammenfließen oder zumindest ja. zusammenfließen sollten. Also letztendlich gibt es ja auch, wenn man sagt, die CX-Cloud zum Beispiel. Was ist ja. da alles drin? Das Marketing, Sales, Service und so weiter. Nicht ohne Grund. Ne? Produktion. Ja? Das wächst alles immer stärker zusammen. Ja. Ja? Und es ist manchmal ein viel, viel schnellerer Weg, im Marketing jemanden anzurufen. In der Regel ist es so, also es geht fast so von links nach rechts, von der Leichtigkeit, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Ja? Total. Also IT ist ein bisschen schwieriger. Ja. E-Commerce auch, weil da gibt es zu viele Shop-Optimierer und keine ja. Ahnung, Tool-Anbieter und so weiter, die ständig mit den Leuten sprechen wollen. Ja. Sales, gut durchwachsen, ja, ja, aber sind die teilweise halt noch am gesprächigsten, ist auch logisch, sind der Vertriebler, ne? Also ja. da hast du einen leichten Einstieg. Marketing ist auch noch relativ easy ja. und Produktion ist dann auch wieder ein bisschen mehr easy. Ja. Ne? Also so. Und du kannst teilweise in der Logistik oder in der Produktion mit jemandem sprechen für 5 oder 2 Minuten oder sowas. Ja. Und kriegst durch ihn mit einem guten Gespräch, sogenannten Quergespräch oder sowas, ja, ja einen Top-Kontakt in diesen Dingern. Genau. Also das ist letztendlich, ja. Es geht so, aber es geht auch so. Ja, ja. Und also insgesamt, du siehst schon, also desto flexibler das man ist, insgesamt ja. auch in der Art und Weise, wie man denkt, ja, ja? Desto mehr Optionen gibt man sich halt auch, um insgesamt ans Ziel zu kommen. Ja. So.